Nach der erfolgreichen Installation des Color Masters werden wir nun das Lenovo Tablet einrichten. Dafür schalten wir dieses an. Der Einschaltknopf befindet sich im Color Master. Nun verbinden wir unser Tablet mit dem WLAN. Dafür ziehen wir zunächst einmal die Schaltfläche nach unten und klicken auf WLAN. Wir wählen nun unser WLAN-Netzwerk aus und geben das Passwort dazu ein. Und schon sind wir mit dem WLAN verbunden. Und jetzt gehen wir in die Grundeinstellung für das Tablet. Zunächst möchten wir einmal das Display einstellen und gehen dafür in die Einstellungen. Suchen uns hier Display und aktivieren hier jetzt den Display. Jetzt kann ich per Doppelklick das Display wieder aktivieren, ohne dieses von innen anschalten zu müssen. Jetzt gehen wir auf die beiden Color Master Apps ein. Hierfür haben wir zum einen eine LG Xi Color Master Formulator und eine LG Xi Factory App. Die Color Master App hilft uns, um den ganzen Color Master zu steuern. Die Formulator App ist dafür da, um Farben herzustellen. Diese befindet sich im Bestfall auch auf deinem Handy oder auf dem mobilen Endgerät. Um die Apps richtig zu nutzen und auch diese aktuell zu halten, müssen wir ein Google-Konto anlegen. Hierfür gehen wir in unseren Play Store. Solltest du einen Google-Account bereits besitzen, kannst du den hier einfach anlegen. Solltest du noch kein Google-Konto haben, kannst du dies ganz einfach anlegen. Zunächst klickst du hier auf Registrieren, gibst deinen Namen an, Geburtsdatum und dein Geschlecht und hier gibst du deine E-Mail-Adresse an. Jetzt erhältst du per E-Mail einen Code. Nach Eingabe des TANs kannst du dein Passwort erstellen. Hier musst du jetzt nochmal deine Telefonnummer hinterlegen. Per SMS erhältst du nun einen Code, um diese freizuschalten. Beide Apps sind kostenlos. Durch das Google-Konto werden diese immer aktualisiert. So, jetzt ist dein Tablet einsatzbereit und auf dem neuesten Stand. In den nächsten Videos gehen wir die wichtigsten Einstellungen vom Color Master durch. Viel Spaß dabei!